Mit der Nummer 13, Cirillo Romagnoli. Mit der Nummer 30, Nico Otti. Mit der Nummer 34, Matiz Kopacz. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuseherinnen und Zuseher, zum ÖFB-TV-Spiel. Diese Runde in der Kärntner Liga, der frisch gebackene Meister der Kärntner Landesliga, der ASK, spielt gegen den FC Lendorf. Zu meiner Linken recht herzlich begrüßen will ich den Kameramann Ernsti. Hallo Ernsti, er wird sich sicherlich auch das eine oder andere Mal zu Wort melden, so wie es seine unnachahmliche Art und Weise ist. Ich selbst bin der Jürgen, vertrete heute die gewohnte Stimme von Rüdiger. Ich hoffe, ich werde das gut lösen. Ich werde ja wenig reinquatschen, dann wird das schon passen, lieber Jürgen. Na gut, okay, reinquatschen, um mich zu berichtigen, beispielsweise, ist durchaus erwünscht. Das ist dann ein willkommenes Feedback, um mich auch live auf meine Unzulänglichkeiten hinzuweisen. Also, bitte nur zu, lieber Ernsti. Wie gesagt, die Meisterschaft ist heute bereits entschieden für den ASK. Für Lendorf geht es auch theoretisch um nichts mehr. Theoretisch um nichts mehr heißt aber nicht, dass es in der Praxis so aussieht, dass die Oberkärntner ihr 1:4 in Hinspiel ausmerzen wollen. Zudem ist es so, es wird heute ohnehin seitens des ASK gesingt und getanzt werden auf dem Platz. Da wollen die Lendorfer sicherlich in irgendeiner Art und Weise verhindern, dass es direkt nach der Kabine auch schon ein Trubel ist und es etwas dezenter in der Nachbarkabine zugeht. Der ASK hatte eine überragende Frühjahrssaison, nachdem sich im Herbst eigentlich eine ganze Spitzengruppe abgesetzt hatte. Die Tabelle hatte zu diesem Zeitpunkt kein Mittelfeld, also nur eine Spitzengruppe und den Abstiegskampf pur. Ja, man wusste im Winter eigentlich gar nicht so richtig, wo wird diese Mannschaft wirklich stehen. Sie wurde doch relativ massiv umgebaut. Man ließ den Goalgetter nach Spital ziehen, man holte im Gegenzug mit Zukic einen anderen Goalgetter umgekehrt nach Fischl. Man holte die zwei Zwillinge, die Romaniuk-Brüder, also der Ukraine. Allerdings waren die bereits zu diesem Zeitpunkt in Slowenien angesiedelt. Also man wusste nicht wirklich so richtig, wo wird dieser ASK stehen, welche Rolle wird er spielen. Siehe da, das Frühjahr entwickelte sich eigentlich zu einem Solo for One für den ASK und man hatte eigentlich nicht für möglich gehalten, dass diese Meisterschaft so früh unter Anführungszeichen in der drittletzten Runde entschieden war. Lendorf wiederum, die Saison ist mit dem Wort C wahrscheinlich am besten umschrieben. Die Truppe von Christoph Morgenstern war von Beginn weg in den Abstiegskampf verwickelt, entwickelte dann im Frühjahr auch eine ausgezeichnete Form und punktete eigentlich Woche für Woche. Ein paar Unentschieden waren wohl dabei, natürlich auch einige Gewinne. Nur auch die unmittelbare Konkurrenz punktete fast nach Belieben. Und der Trainer, der Christoph Morgenstern, mit dem ich wirklich sehr oft Kontakt habe, der klagte mir schon sein Leid, das gibt es ja gar nicht, um Himmels Willen. Wir machen Punkte und Punkte und wir kommen trotzdem nicht so hinten weg. Nun gut, jetzt ist es doch noch gut gegangen. Lendorf selbst seit vielen Jahren in der Kärntner Liga oder in der Regionalliga beheimatet, bleibt auch nächste Saison der Landesliga erhalten und wird sicherlich ein gutes Spiel machen. Die Form, wie gesagt, die ist in Ordnung. Wenn ich die Aufstellungen, zu denen komme ich gleich, so ansehe, dann fehlt von den prominenteren Namen, sticht der Six heraus, der heute nicht anwesend ist. Dann kommen wir gleich zu den Aufstellungen. Der ASK Klagenfurt beginnt im Tor mit Michael Fasching, dann Matteo Grubon mit der Nummer 4, mit der Nummer 7 Bogdan Romaniuk, mit der Nummer 8 Marco Mrsic, mit der Nummer 9 Niko Maric, mit der Nummer 11 Seth Zukic, mit der Nummer 20 Daniel Misic, Kapitän, mit der Nummer 26 Alex Killer, mit der Nummer 30 Niko Otti, mit der Nummer 34 Matic Kopacz und mit der Nummer 66 Sergej Lacic. Ersatzspieler, wohlbekannte Marco Leininger, nicht ganz fit gewesen immer im Frühjahr, Mario Antunovic, Kirill Romaniuk, der zweite der angesprochenen Romaniuk-Brüder, Matic Ahachic und Philipp Gagel und Kirill Ristoskov.
Nun kommen wir zum FC Lendorf in Tor mit Lukas Kohlmeier, Torhüter Routinier, mit der Nummer 8 Florian Bingist, mit der Nummer 9 Christian Kautz, mit der Nummer 10 Johannes Brunner, mit der Nummer 13 Sandro Morgenstern, mit der Nummer 17 Mario Zagler, mit der Nummer 19 Fabio Daxa, mit der Nummer 27 Felix Hutter, mit der Nummer 29 Michael Morgenstern, mit der Nummer 31 Thomas Zraunig und mit der Nummer 69 Christian Wernisch. Ersatz Thomas Walker, Janik Brandner, Simon Hinteregger, Lukas Baumgartner und Fabian Hoy. Gepfiffen wird diese Begegnung von Thomas Christian Schmautz. Ihm zur Seite stehen Björn Michael Wilhelm Zitter und Richard Strauß. So, jetzt geht es in wenigen Augenblicken los. Wir freuen uns auf ein Spiel bei schon durchaus hochsommerlichen Bedingungen. Wir werden sehen, vielleicht lassen es die Mannschaften etwas mit Strandbadfußball auslaufen. Strandbadfußball meine ich jetzt dann gar nicht negativ kodiert. Jeder, der mal den Peter Stern in Klagenfurter Strandbad kicken gesehen hat, der weiß, dass das durchaus auch mit seinem Zauber verbunden sein kann. Vielleicht packt der eine oder andere ein bisschen die Zauberkiste den heutigen Anstoß aus. Führt der Karl Hitzmeier von Steinfeld durch. Neu- und Gebrauchtwagen der Marke Ford. Auf zum Kali und einen neuen Vorstoß. Danke, lieber Kali, für deine Ballspende. Dankeschön. Jetzt wird noch ein Dankeschön an die Nachwuchsspieler des ASK. So, da sind noch ein bisschen zu viele auf dem Platz. Das wird sich gleich auflösen. Ja, die wollen vielleicht auch einmal alle Fußball spielen, die Kleinen. Ne? Ja. Es freut mich natürlich, lieber Jürgen, dass du gesagt hast, der FC Lendorf sei gerettet mit 40 Punkten. Sehe ich auch so, es kann maximal einen treffen, der mit 39 Punkten abschließt, aber mit 40 Punkten ist man normalerweise für die heurige Saison durch. Das möchte ich nur den Günther Doktor aus Lendorf ausrichten. Ich habe mir das durchgerechnet bei diesen Konstellationen der Spiele im hinteren Bereich, wo Köttmersdorf jetzt auf Feldkirchen trifft und so weiter, geht es sich nicht mehr aus. Also mit 40 Punkten spielst du nächstes Jahr Liga. Der Ernti hat eine Excel-File ausgepackt und reichlich gefüttert. Die Google Sheets. Google Sheet, ja, wie auch immer. So, ganz zurück kurz zum Spiel. Lendorf in grün-weiß, der ASK in den weißen Trikots. Lendorf wird von links nach rechts spielen, die Heimischen von rechts nach links. Ja, die Kinder, die stimmen sich schon noch hier an der Outlinie bereits ein. Machen sich hörbar und lautstark bemerkbar mit Skandieren Meister. Ja, der Ehrenanstoß erfolgte nun auch erfolgreich. Ein Dankeschön an Herrn Karl Hilzmeier von Steinfeld für den Anstoß. Bald leider wird ja hier heute der Klaus Mitterdorfer, der designierte ÖFB-Präsident, nicht vor Ort sein. Er wird vertreten von Vizepräsidenten des Kärntner Fußballverbandes, von Martin Mutz. Anschließend gibt es ja die Meisterehrung mit Pokalübergabe. Ja, da stehen nun 90 Minuten noch dazwischen. Ein bisschen verspäteter Beginn. Ja, werden wir auch alle verkraften. Du sagst es so leicht. Noch ein spannendes letztes Spiel in der Saison 2022-2023. Thank you.
So, ihr seht nun gestartet. Der ASK gleich einmal am Ball. Über die rechte Seite mit den ersten guten Haken. Erste Ball, erste Möglichkeit gleich und kein Problem für Lukas Kohlmeier. Nico Ottivas. Lehndorf auf Christian Wernisch. ASK versucht wieder von hinten aufzubauen. Ist eine Mannschaft, die nicht unbedingt das Spiel der weiten langen Bälle pflegt, jetzt aber durchaus auch in der Lage ist, wenn es die Situation erfordert. Matteo Gubor auf der rechten Seite. Ball abgefangen. Der ASK steht hoch. Versucht Lehndorf gleich einmal unter Druck zu setzen. Ball ist wieder bei den erster Freistoß in diesem Spiel. Aus dem Mittelfeld heraus. Ja, da wird noch nicht versucht, direkt eine Entscheidung zu erzwingen natürlich. Guter Doppelpass. Ich habe mir auch die Begegnungen der beiden Mannschaften angesehen in letzter Zeit. Also ein 0:0 werden wir hier wahrscheinlich nicht sehen. Immer so plus 3 Tore und mehr. Naja, ein 5:3 gab es in der Vorbereitung. Das waren schon einmal 8 Türen. Ein 1:4 im Hinspiel. Ja, das hat Lehndorf noch nicht vergessen. Das habe ich heute noch den Christoph Morgenstern gefragt. Also da hat sich durchaus ein Ziel heute für die Oberkärntner Gäste hier diese Schade auszumerzen. Immerhin erstmals einmal in der gegnerischen Hälfte noch keine zwingende Aktion von Lehndorf, die das Tor gefährden könnte. Hat man wieder schön gesehen, eine gute Ballstaffette innerhalb der eigenen Hälfte noch. Raum geht auf der rechten Seite auf. Ein wenig Platz, dann doch vielleicht etwas zu langsam gespielt. Ball wieder doch bleibt beim ASK. Lehndorf wiederum attackiert nicht. Oh, vor dem Mittelkreis. Hier ist den ASK einmal in der eigenen Hälfte agieren. Ja, dann konnte Matic Kopac nicht verarbeiten. Guter Pass aus der Abwehr heraus gewesen. Jetzt haben wir am Ball den Lukas Kohlmeier. Der wird ja nächstes Jahr ersetzt durch den Bleiburger Goalie Thomas Böck. Der Dino der Bleiburger wechselt also durch das ganze Land von Bleiburg nach Oberkärnten. Stell dir mal lustig vor, wenn er dann von Unterland zum Training fährt. Oder zieht er auf? Weißt du das auch noch? Er ist im Außendienst mit seiner Firma und er kann das ganz gut vereinbaren, weil er ja eigentlich sehr, sehr viel unterwegs ist und da macht ihm das überhaupt nichts aus. Aber ich glaube nicht, dass er raufzieht. Ich weiß gar nicht, wo er jetzt wohnt. Kann es sein, dass er in Klagenfurt wohnt? Ursprünglich stammt er ja vom SV Sittersdorf. Gut, dann haben wir das auch aufgelöst. Danke, Ernst. Ja, ASK lässt weiter den Ball zirkulieren. Eine Chance durch Otti Nico haben wir bereits nach den ersten Sekunden gesehen. Der Kopfball fiel aber zu schwach aus. Ja, die Kinder, die haben da durchaus einige Ausdauer. Jetzt
wieder über links, Niko Maric auf Kirilo Romaniuk und wieder eine gute Flanke von Kirilo Romaniuk, wieder eine Kopfballchance, etwas in Rücklage, nachher am Tor vorbei. Schauen wir uns jetzt gleich an, in der Wiederholung über die linke Seite, schön zur Mitte gespielt und abgeschlossen und knapp am Kreuzeck vorbei. Der ASK hat einige lange Spieler in seinen Reihen, deswegen ist der ASK bei Flankenvorlagen und bei Standardtanzen generell sehr, sehr gefährlich. Allerdings ist das keine Mannschaft, die nur darauf angewiesen ist, mit der Brechstange oder mit Standards zum Erfolg zu kommen. Sie beherrscht auch sehr gut das Spiel aus der eigenen Hälfte und auch letztendlich das Umschaltspiel. Also eine sehr komplette Mannschaft, nicht umsonst holt man sich eine Meisterschaft. Jetzt einmal Lendorf über Sandro Morgenstern, auf die Seite hin verlagert zu Thomas Zronik, bleibt hängen, Romaniuk legt sich den Ball ein bisschen zu weit vor. Ja, holt er dann den Eckball raus? Nein, holt er nicht raus. Einwurf für die Klagenfurter. Gut gelöst von Niko Maric. So, Ball kommt. Dürften Sie nur einen haben hier im Stadion, Fischl? Na gut, Schiedsrichter hat da noch keinen angefordert. Alles halb so wild. Noch keiner nervös hier. Jetzt hat Lendorf den zweiten Ball tatsächlich erobert. Wir notieren jetzt den ersten Torschuss durch die Nummer 19, Fabio Daxa. Wenngleich immer noch keine Gefahr für Keeper Michael Fasching. Schauen wir uns aber auch noch einmal an in der Wiederholung diesen versuchten Heber ins Kreuz, aber knapp drüber. Bernisch findet keinen Abnehmer, Ball wieder bei Michi Fasching. Als Karl lockt jetzt Lendorf etwas heraus. Ja, dann haben sie diesmal gut gemacht, die Oberkärntner. Daxa. Und der erste wirklich gefährliche Schuss von Lendorf durch Fabio Daxa. Da ging der Michi Fasching vorsorglich zu Boden. Wenn ich jetzt frech warte, die sagen, die betteln jetzt richtig um ein Tor, aber das ist ja nicht so. War abgezogen, aufgesprungen auch noch der Ball, sehr gefährlich. Aber sehr gefährlich daneben. Für Michi Fasching, knapp daneben. Hochsommerliche Bedingungen hier, habe ich bereits erwähnt, wenngleich jetzt dann doch ein bisschen Wind aufgekommen ist. Also die Spieler werden sicherlich genug noch im Saft sein, um diese 90 Minuten ohne gröbere körperliche Beschwerden über die Bühne zu bringen. Ja, wie ich hergefahren bin, 26 Grad hat es gehabt. War schon ordentlich warm und der Wind tut ja richtig gut. Hier heroben auf der Kommentatorentribüne. Gut, beide Teams sind bekannt dafür, zu den fittesten Teams der Kärntner Liga zu gehören. Für Lendorf ist das fast schon sprichwörtlich, dass sie einen physischen Fußball pflegen, der letztendlich auch ganze Kerle erfordert. Denn ASK wiederum nicht nur die physische Präsenz und Stärke der Spieler, sondern auch das Mindset vom Trainer Didi Dulla, der ja am liebsten mit seinen Spielern jeden Tag trainieren würde. Ja, das geht sich halt in Amateurbetrieb nicht ganz aus, aber in der Vorbereitung kann es schon vorkommen, dass er sich vier oder sogar inklusive einem Trainingsspiel fünfmal wöchentlich auf den Platz bittet. Das ist durchaus sehr bemerkenswert und eigentlich auch, man könnte jetzt sagen, zumindest von der Warte aus Regionalliga würdig. Thema Regionalliga versus Unterliga Ost. Diese Frage stellt sich ja bekanntlich für den ASK
werden wir sicherlich noch im Laufe des Spiels das eine oder andere Mal zurückkommen, beziehungsweise einen Verantwortlichen des ASK Fragen dazu stellen. Ja, der Verantwortliche vom ASK wird ja in der Halbzeitpause zu uns kommen, weil der dann leider Gottes nicht bei der Meisterfeier dabei sein kann, weil Pizzerra und Jaus bei ihm spielen. Das ist dann der Matthias Dollinger, der sportliche Leiter des ASK Klagenfurt und ehemalige Nationalspieler für Österreich. Der jetzt eine sehr dankenswerte Aufgabe hat, nämlich zugleich einen Kader für die Unterliga und für die Regionalliga planen zu dürfen. Ja, bin ja wirklich gespannt, was da... Die Zeichen stehen ja eher auf Unterliga als auf Regionalliga, aber... Ja, aber wann macht der Ernste das fest? Keine Fragen. Okay, die Fragen muss ich noch an den Verantwortlichen stellen. Also. Wenn man mit dem Verantwortlichen spricht am Tennisplatz, dann kann man sich seine Meinung bilden. Ja, Lendorf war bereits zweimal in der Regionalliga Mitte. Und zwar da war das in der Saison 2000, 2001 und 2018, 2019. Beide Male stiegen die Oberkärntner wieder ab. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass Lendorf, Achtung, jetzt eine Möglichkeit für den ASK über Zukic. Erster Schuss, war noch ein Fuß dazwischen. Zweiter Versuch hin zur Ecke. Bevor ich das euch mit den Lendorf Regionalliga-Erfahrungen erzähle, warten wir mal den Eckball ab. Matic Kopacz wird ihn ausführen, slowenischer Legionär in den Reihen der Klagenfurter. Bringt den Ball an die kurze Stange. Geklärt von der Lendorfer Abwehr. Vielleicht bietet sich ein Konter an. Ja, da waren noch zu wenige Mann an vorderster Front. Müsste Johannes Bunner mal abdrehen, bis alles wieder seine Ordnung hat. Natürlich mit dem Preis, dass der ASK wieder formiert ist, aber jetzt eine Umschaltmöglichkeit für den ASK. Noch einmal die Chance, zweimal zu ungenau, Gefahr gebannt. Ja, Lendorf war bereits, wie gesagt, zweimal in der Regionalliga Mitte, ist zweimal mit erhobenen Haupte wieder abgestiegen. Man hat damals in der Regionalliga die Mannschaften nicht wesentlich verändert, also nur punktuell verändert. Also man nahm gewissermaßen auch den Abstieg in Kauf. Ja, jedes Mal, wenn ich was von Lendorf erzählen will, muss ich mich da selbst unterbrechen. Einmal die Chance für den ASK. Jetzt wird es wohl die erste gelbe Karte geben. Ich glaube, es ist Brunner Johannes. Das kann ich von hier nicht genau sehen. Ja, in der zweiten Regionalliga-Saison hat es ja so begonnen, dass ich glaube die ersten 12 oder 13 oder so 14, 15 Spiele verloren haben, die Lendorfer. Aber Günther Doktor hat gesagt, wir sind ein 1700-Seelen-Ort. Was werden wir uns in Schulden stürzen? Aber wir nehmen natürlich, wenn wir schon Meister werden, wir nehmen den Aufstieg an. Wir verstecken uns nicht, spielen aber mit einer leistbaren Mannschaft weiter. Und sie sind dann gegen Schluss eigentlich ganz gut in Fahrt gekommen, haben einige Siege eingefahren und sind halt dann wieder abgestiegen. Aber der Verein steht auf sehr gesunden Beinen. Gut, das wollen wir alle hoffen. Bei Rückziehungen gab es in Kärntner Fußball ja bereits genug in letzter Zeit. Sprechen wir vielleicht auch noch irgendwann einmal an. Jedenfalls Lendorf, den Lendorfer Weg, den haben wir auch den Motte Dollinger gefragt, ob das eine Option für den ASK wäre, also weitgehend mit diesem Kader in die Regionalliga zu gehen. Das will der ASK nicht, und zwar die Begründung ist durchaus gleichfalls nachvollziehbar. Man befürchtet dann eine Niederlagenserie, eine schlechte Stimmung, natürlich auch noch weniger Einnahmen von den Zuschauern und das Ganze, was dazugehört. Das heißt, wenn der ASK in die Regionalliga geht, dann soll die Mannschaft auch kompetitiv sein, und das würde wiederum bedeuten,
dass es an 4 bis 6 richtigen Verstärkungen zu holen sind. Ja, und die kosten halt eben Geld. Ja, Lendorf über Michael Morgenstern kann sich hier nicht durchsetzen. Abstoß für den ASK. Michi Morgenstern, großes Talent in Kärntner Fußball. Fiel bereits auch Vereinen im Profigeschäft auf. 17 Jahre erst der Bursche mit der Nummer 29. Ja, wurde auch mit dem GAK in Verbindung gebracht. Da habe ich aber dann den Gernot Messner gleich mal angerufen und er hat gesagt, er kennt ihn. Super Kicker, aber dass er ihn holen würde jetzt, das ging sich nicht aus. Der Sprung von der Kärntner Liga fast in die Bundesliga ist zu groß. Und der GAK selbst hat ja eine zweite Mannschaft, die spielt nur in der Unterliga und da würde man dem jungen Mann überhaupt nichts Positives tun. Aber er schätzt ihn sehr, er wollte ihn ja seinerzeit schon als Spieler für die WRC Akademie verpflichten, aber das hat dann leider Gottes nicht geklappt. Gut, dann haben wir auch die kurze Biografie von talentierten Morgenstern Michi, den zweiten werden wir sicherlich auch noch einmal die Möglichkeit haben. Ach so, bin wieder hier. Freistoß für den ASK. Kirill Christoskov, Maric sind dabei. Da wird ungefähr 20, 22 Meter die Distanz. Christoskov in die Mauer. Der hatte Zuckerl in diesem Spiel. Eleganter Fersler hält den Ball an Leben. Nico Otti holt einen Eckball raus. Nein, doch nur Einwurf. ASK kann nun wieder von vorne aufbauen. Von vorne beginnen. Langer Ball auf Zukic. Konter für die Lendorfer. Auf Wernisch Christian. Bleibt hängen. Ja, geht wieder. Mit etwas mehr Tempo hin und her. Über links. Romaniuk. Kommt. Zukic. Ja, da gut. Und das ist das 1-0 für den ASK. Gute Aktion über die linke Seite. Kirill Romaniuk auf den Golgeta. Auf Zukic mit seinem 13. Saisontor. Schön vorbereitet von der Nummer 13 zu Zukic und der zieht ab, erwischt Kohlmeier am falschen Fuß und es steht hier 1-0 für die Hamischen. Vorarbeit, wie gesagt, von zweiten Ristotskopf-Brüder, von Kirill Ristotskopf. Ich habe Ihnen bei der Aufstellung ganz am Anfang fälschlicherweise gesagt, er ist nur Ersatz. Das haben die Trainerriege offensichtlich noch kurz vor dem Anpfiff etwas adaptiert. Wie auch immer, wir wissen, dass er spielt und er hat sich da nachdrücklich da in Erinnerung gerufen. ASK jetzt gleich nach über Lazic.
wieder Romaniuk, sehr auffallend. Ladic. Oh, das war an der Strafraumgrenze. Schiedsrichter Christian Schmautz entscheidet auf Elfmeter. Große Gelegenheit, gleich das 2:0 draufzusetzen mit einem Doppelschlag. Eigentlich ja, sehr kurzfristig und früh. Muss natürlich den Elfmeter geben. Das ist passiert auf der Linie und das ist halt Elfmeter. Ja, wird der Ernst natürlich mehr als ich. Der hat die Wiederholung. Ja, er war mit dem Fuß im Strafraum. Und ganz elegant in Pannenkastil. Lupft er den Ball über die Linie. Verlädt Lukas Kohlmeier chancenlos. 2:0. Ja, sowas macht man auch nur dann, wenn man bereits als Meister feststeht. Also, ich kann mich nicht erinnern, dass der ASK so regulär seine Elfmeter schießt, muss man aber auch dazu sagen, der 1er-Elfer-Schütze, der Daniel Misic, der ist ja heute nicht am Platz. Was, der Daniel Misic ist nicht hier? Nein, der ist nicht am Platz. Ich habe ihn weder auf den Plankett noch ist er einmal in Erscheinung getreten. Er ist natürlich hier und wird mit seinen Teamkollegen die Meisterschaft feiern, aber auf dem Platz ist er nicht. Da wollen wir nicht hoffen, dass er wieder verletzt ist, weil das wäre dann wahrscheinlich seine gefühlt 500. Verletzung. Das wollen wir natürlich auch nicht hoffen. Mit Daniel habe ich mal ein Interview geführt, da hat er mir auch genau erzählt, warum er in relativ jugendlichen Alter von 26, 27 Jahren seine Profikarriere beendete. Es hatte auch sehr viel damit zu tun, dass Profibetrieb halt doch nicht immer das Beste für den menschlichen Körper ist, vor allem wenn man etwas anfälliger ist, das ist der Daniel halt leider. Und daher ist er recht früh bereits ins Unterhaus gewechselt. So, da es kam munter weiter, wieder über Romaniuk, ist jetzt der beste Spieler am Platz, geht da vorbei, bringt den Ball super zur Mitte und wird der Hattrick. Ein Fuß dazwischen noch. Super wieder vorbereitet von Romaniuk und jetzt war Zukic, hatte den Hattrick auf dem Fuß, hat das noch überlegt gemacht, aus der Drehung heraus, nicht sofort abgezogen, aber die Rettungsaktion der Lendorfer glückte. So, Lendorf nun mit einem Entlastungsangriff, da bringt der Mann nichts ein. Der Matteo Gruber hat ja keine Gefangenen gemacht, schiebt den Ball ins Out. ASK kann sich wieder neu formieren. Nichts geschehen. Jetzt kann der lange Wernisch einmal mehr, will hier einen Elfmeter haben, bekommt er nicht. ASK will den Ball nicht mit Lange nach vor, jetzt aber doch. Jetzt kommt der lange Ball und der kommt gut. Wieder über Romaniuk. Schiedsrichter wieder kein Foul gesehen haben. Spiel geht weiter. Ja, das hat schon ein bisschen das Schmeckle von einem Revanche-Akt gehabt. Wie auch immer, Foul gegeben. Zornig am Boden, steht sofort wieder auf. Ja, der Christian Wernisch ist ja nicht nur der beste Torschütze der Lendorfer, er wurde gemeinsam mit seinem Bruder heuer auch Eishockeymeister mit dem ASK EC Hirschen. Der Ernst, die weiß alles, er weiß ja. Vor allem genau das, was die Zuseherinnen und Zuseher möglicherweise auch interessiert. Ja, vielleicht, ich weiß es nicht. Wir wollen es hoffen. So, Lendorf über rechts. Das war der Michi Morgenstern, wurde hier abmontiert, kein Foul, nur Einwurf, Lendorf bleibt aber jetzt am Ball, das war ein guter Haken jetzt vom Daxa Fabio. Jetzt Möglichkeit! Das war jetzt wirklich die Möglichkeit zum Anschlusstreffer durch Christian Kautz über das Tor. Hat doch, glaube ich, leichte Rücklage gehabt, der Ernst wird das wieder genauer als ich sehen. Ja, schauen wir uns das am besten noch einmal an in der Wiederholung. Hat sich da
durchgedankt. Spielt auf Kautz. Kautz, die 14 hat noch einmal an AS Kala aussteigen lassen und Kautz haut ihn dann drüber. Der Christian hatte zwischendurch eine lange eine Durchstrecke, eine richtige Torflaute, eine Sperre vor dem Tor. Ist aber dann rechtzeitig für Lendorf wieder in Schwung gekommen, hat wieder seine Tore gemacht und damit auch beigetragen, dass Lendorf nun hier im Fischl kein Spiel um sein oder nicht sein. Konter von ASK. Hat ihn in Verteidigung aufgepasst, aber noch ist es nicht vorbei. Latic. Auf dem zweiten Romaniuk, der hat sich weit nach vorne wagt, ist an sich ein Innenverteidiger. Legt ab auf die Strafraumgrenze. Spielverlagerung auf die rechte Seite. Doppelpass mit Otti und Kopac. Hat nicht eingebracht, immerhin bleibt der ASK am Ball. Zukic kann den Ball behaupten, muss aber abdrehen. So, jetzt Wernisch hat da den Ball mit Totkopf abgenommen, immer noch Lendorf. Immerhin Ecke. Herausgeholt durch Christian Kautz. Ja, da musste der Christian Wernisch warten. Da sind die Lindorfer zu langsam von hinten herausgetrabt. Dann sind doch ein paar angekommen und jetzt gibt es Ecke. Die Ecken bei Lindorf sind ein Fall für Flo Bingist. Ist übrigens auch in der schreibenden Zunft aktiv. Bringt immer wieder Oberkärntner Sportartikel für die kleine Zeitung. Bringt den Ball auch gut zur Mitte und an die Stange. Ja, dann war da wohl ein Abseits dabei. Trotzdem schauen wir uns diese Möglichkeit nach dieser Ecke noch einmal an. Ball kommt zur Mitte und tropfelt auf die Latte. Flo Bingist ist gekommen vom SV Spital letztes Jahr, gemeinsam mit Hutter. Und weil du sagst, schreibende Zunft, er macht auch die sozialen Medien beim Verein. Dafür, dass du dich nur selten zu Wort melden wolltest, redest du aber sehr viel, Ernst. Ja, ich kann ja das Mikrofon ausschalten, wenn es dir zu viel wird, lieber Jürgen. Na gut, ich bin dir dankbar über deine Weisheiten und Anekdoten, ja, die du zum Besten bringst. Sonst ist es sehr langweilig, weil dann wäre es ja ORF. Nun, der ASK wieder mit Spielaufbau von hinten. Lendorf mittlerweile natürlich weiter aufgerückt. Bei 0:2 gibt es das nicht mehr, das kommen lassen in die eigene Hälfte. Vielleicht jetzt einmal Michi Morgenstern, kommt er da vorbei? Ja, gegen Romaniuk das erste Mal nicht erfolgreich, das zweite Mal auch nicht erfolgreich. Romaniuk bleibt da Sieger. Abstoß. So, 29:30 Minute gespielt, 2:0 für den ASK. Verdient, möchte ich auch sagen. Christotzkow vor den eigenen Tor mit, ja, das ist, spricht für Selbstvertrauen, hier zu einem Pass anzubringen im eigenen Fünfer. Darf er gleich noch einmal probieren? Spielen Sie jetzt Hollywood? Wie gesagt, wenn die Saison entschieden ist, dann wollen die Spieler ein bisschen was für die Galerie machen. Wir sind ihnen dankbar, das Publikum ist dankbar. Solche Kabinettstücke wollen wir noch öfter sehen, wenn es einmal schief geht. Ja, mei,
ist jetzt halt einmal in die Pinzen gegangen. Unter normalen Voraussetzungen natürlich undenkbar. Der Romanik bekommt auch diesen Ball. Danke. Bekommt ihn gleich wieder zurück. Lässt da den Michi Borger und mit seinem Bruder zusammengespielt. Die Zwillingsbrüder haben sich da im wahrsten Sinne wie blind verstanden. Bogdan Romaniuk dann beim Abschluss etwas den Ball nicht optimal getroffen. Kohlmeier kann abwehren. Ja, aber gleich übernommen. Nichts gezögert, aber nicht voll getroffen. Kurze Unterbrechung. Der Marko Mrsić ist am Boden, lässt sich behandeln, wird hoffentlich nicht so dramatisch sein. Der Schiedsrichter Thomas Schmautz hilft ihn auf die Beine, steht er schon wieder. Wird noch kurz zur Nachbehandlung möglicherweise auf die Seitenlinie gehen. Wenn sie oben spielen, ist wurscht. Lässt er sich dann doch auch auswechseln, sieht ganz danach aus. Er nimmt da auf der Bank Platz und macht da keine Anstalten mehr, wieder ins Spiel zurückzukehren. Ja, Schiedsrichterassistent zeigt bereits den Wechsel an. Das heißt, in der ersten Halbzeit der erste Wechsel des Spiels. Wir notieren, ich glaube, 34. 35. Minute. Die 32. läuft gerade ab, also bist knapp dabei. 34. Minute, danke lieber Janti. Erster Wechsel ins Spiel, sicher nicht ganz programmgemäß. Wer nun den Platz von Marko Mrsić einnehmen wird, werden wir Ihnen gleich nachliefern. Irgendwas mit 20. Na gut, schauen wir mal, wer da jetzt neu. Also Durchsage gab es keine. 24 sollte neu das sein. Das ist der Matic Hacic. Der ist neu am Platz, der Erstatten Rysic Marko. Hier die Bestätigung vom Platzsprecher. ASK wiederum in der eigenen Hälfte versucht Lendorf herauszulocken. Ja, der war wahrscheinlich nicht so ganz geplant, ein Mundball. Direkt Lendorf vor die Füße. Ah, da hat Sandro Morgenstern erstmals auf sich aufmerksam gemacht in diesem Spiel. Hat er nicht lange gefackelt, sondern einfach abgezogen. Gut angetragener Schuss. Halb Bollet über das Tor. Aber der war, glaube ich, der war relativ nahe am Einschlag dran. Ja, knapp drüber gestreift. Dieser Kracher aus 18 Meter. So, Lendorf wieder und das hat er Birki abgezeichnet. Anschlusstreffer durch die Nummer 9, Christian Kautz. Der Routinier hat jetzt eine Phase der, sagen wir, durchaus Indisponiertheit von ASK ausgenützt. Also um das Tor hat die Meistertruppe durchaus gebettelt ein bisschen. Ähnlicher Treffer wie das 1:0 von ASK. Ein bisschen weiter weg, seit Cukic war, glaube ich, auch vom 16er hat abgezogen, Christian Kautz auch. Und es steht jetzt 1. Ja, den Didi Dulla hat dieser Treffer aber gar nicht gefallen. Also ist er erstmals von der Bank in Richtung Linie gestartet. Und ich weiß natürlich nicht, was er jetzt dann genau gesagt hat, aber ich kann mir schon ungefähr vorstellen, Burschen, hört auf mit den Spompernadeln. Ein bisschen anständig spielen sollte trotzdem.
Cukic. Vorteil. Immer noch Cukic, kann gut den Ball behaupten. Maric. Versucht das Doppelballspiel, ist jetzt misslungen. Lendorf über Wernisch. Ist noch keiner vorne. Muss erwarten. Nächster Versuch. Fabio Daxa. Ein paar Meter Raumgewinn. Ja, gut in die Schnittstelle hineingespielt. Auf Christian Kautz, aber dann findet sich für diesen Ball kein Abnehmer. Weiter geht's aus der eigenen Hälfte. Mario Zagler, guter Pass. Ja, da kann Wernisch. Jetzt hat sich die Situation beruhigt. Der HSK im Vorwärtsgang. Auf Vlacic. Abseits. Gelegenheit vorbei. Wernisch mit der nächsten Gelegenheit zum Schuss. Abgeblockt. Weiterhin 2-1. Lendorf ist jetzt jedenfalls gut in das Spiel hineingekommen. Das Spiel ist nun offen. Wieder über links. Christian Kautz taucht einmal rechts, einmal links auf. Nun wieder Ecke. Da wird wieder der Flo Pingis hingehen. Ja, ist da schon bei der Cornerfahne draußen. Können wir wetten, wohin wird er, auf die kurze oder auf die lange Ecke? Ernsti, was meinst du? Auf jeden Fall auf die Nummer 14. Auf jeden Fall auf die Nummer... Doch nicht. Hat er recht. Auf den Mario Zagler, der da für diese Zwecke von der Innenverteidigung aufrückt. So, jetzt der ASK. Romaniuk, ein sehr offensiver Verteidiger. Erstmals Ahacic. Mit einer Ecke. Heute das erste Aktion im Spiel. Immerhin eine Ecke raus. Ausgeführt wahrscheinlich von Niko Maric. Ecken und ASK, das ist eine Erfolgsgeschichte im Frühjahr. Sehr viele Tore nach Standards. Die langen Spieler massiv im Zentrum nun. Ja, das ist Lendorf gut gestanden. Keine Möglichkeit zum Abschluss. Ja, ASK bleibt aber mit einem Einwurf in Ballbesitz. Romaniuk auf seinen Bruder. Ja, jetzt wird der Ball wieder zurückgespielt. Neuer Aufbau über Torhüter Fasching. Petoskov. Romaniuk kommt da nicht zum Ball. Im Einwurf hat es gereicht. Gut gesehen. Aber wieder zu ungenau. Jetzt Lendorf mit einem Flüchtigkeitsfehler. ASK bleibt im Strafraum Nähe. Ahacic. Ja, das wird wohl faul gewesen sein. So war es auch. Faul an Ahacic. Freistoß an Strafraumspitz. Habe ich noch nie gehört. Was? Ein neuer Begriff. Strafraum Spitz. Die Sprache ist einem stetigen Wandel unterworfen, hat ja, er genau. Mir gesagt.
Maric. Probiert er direkt, probiert der Torhüter Kohlmeier zu überraschen, aber ins Outnetz. Dann hat sich Lendorf anders entschieden. Wird doch nicht von hinten aufgebaut. Romaniuk. Kopacz. Otti hat die Seite gewechselt. Er probiert da den Ball ins Tor zu schlänzen, aber der war doch deutlich verzogen. Abstoß, Lendorf. Wollte aufs lange Kreuzeck zirkeln, aber etwas zu windig im Stadion und deshalb klar daneben. Die 42. Spielminute läuft. Jetzt macht der ASK einmal auf die Verteidigung von Lendorf Druck. Wird wohl ein Foul dabei gewesen zu sein. Wird gewesen sein, sieht der Schiedsrichter auch so. Freistoß Lendorf. Weiter Ball auf Wernisch. Er lässt ihn abtropfen. Läuft aber ins Leere. Maric. Auf die linke Seite zu Kirill Romaniuk. Otti und Kopacz im Duell mit der Lendorfer Abwehr. Ja, da braucht sich der Lendorf aber jetzt nicht aufregen. Er hat da einmal reingeschubst in dieses Quartett. Oder wie heißen drei? Drei sind ja kein Quartett. Ja, der. Er war der Vierte, der hat aber geschubst. Thomas Zornig ist nicht einverstanden mit dieser Entscheidung. Freistoß nahe der Cornerfahne für den ASK. Ahacic kommt zum Kopfball, bringt ihn auch auf Richtung Tor, aber doch deutlich vorbei. Die letzten Minuten oder Sekunden eigentlich der ersten Halbzeit laufen. Wie viel nachgespielt wird, wissen wir nicht. Wernisch noch einmal mit einem Angriff für Lendorf. Das wird wohl ein Foul gewesen sein. In der letzten Möglichkeit in der ersten Halbzeit. Bingis wird den Freistoß vermutlich hoch zur Mitte bringen. Zwei-Mann-Mauer für den Fall, dass sich der Flo Bingis dann doch anders überlegt. Findet keinen Abnehmer. Ja, jetzt vielleicht den zweiten Anlauf. Ja, da hat er mich im Morgenstern ist er über den Ball gestolpert. Ein kleiner Check und Freistoß für den ASK. Von Florian Bingi ist das sicherlich für ein bisschen Frust dabei. Letzte Aktion ja nicht tadellos gelungen. Hat er sich aber schon wieder beruhigt. Ja, den Schimpenschützer hat er dabei auch verloren. Bekommt ihn nun wieder zurück. Ja, der Christian Kautz hat sich gedacht, wo soll ich mit drei? Was soll ich damit? Ritoskov jetzt mit einem langen Ball an den Strafraum zu Ahacic. Jetzt wieder in die andere Richtung.
Na, Thomas Schmauz wird wohl eine Minute nachspielen lassen, schätze ich mal. Jetzt haben wir die 45. Minute schon ein paar Sekunden drüber. Es gab eine kurze Unterbrechung bei dem Wechsel. Auf den Michi Morgenstern kann er Ball nicht unter Kontrolle bringen. Einwurf für den ASK. Zweiter Ball ist immer noch nicht aufgetaucht. So. Aber hier der Pausenpfiff zwischen den ASK Klagenfurt und den FC Lendorf steht jetzt zur Halbzeit 2:1 nach Toren von zweimal Sezukic und auf der anderen Seite hat der Christian Kautz getroffen. Ja, meine Damen und Herren, wir begrüßen den Herrn Magister Franz Petritz, seines Zeichens Stadtrat, Sportstadtrat der Landeshauptstadt Klagenfurt und zusätzlich Präsident von ASK Klagenfurt. Herr Petritz, aus meiner Sicht hier ist das direkt eine doppelte Frage, die sich jetzt aufwirft. Auf der einen Seite als Präsident, auf der anderen Seite als Sportstadtrat. Wie steht es um den Aufstieg von ASK Klagenfurt in die Regionalliga? Ja, zunächst einmal freuen wir uns, dass eine Saison zu einem positiven Abschluss kommt und dass wir die Kärntner Liga als erster abschließen werden. Das ist nicht alltäglich und das ist für den Verein wirklich nach einer langen Saison eine schöne Auszeichnung, die nicht alltäglich ist, sondern wo man sich wirklich freuen kann. Das ist jetzt einmal im Vordergrund. Und die Planungen für die neue Saison, die laufen. Wir haben jetzt noch die Meisterschaft, die mit einem Spiel, also nach einem Spiel abgeschlossen wird. Und bis dahin wird dann die Entscheidung auch getroffen sein, in welche Richtung es gehen wird. Aber wir sind mitten in den Planungen und freuen uns jetzt einmal, dass wir den ersten Platz halten haben können und dass wir die Saison, ja, macht mich auch stolz als Präsident, so erfolgreich abschließen können. Planungen, also in beide Richtungen zur Stunde, sowohl in die Unterliga als auch in die Regionalliga, weil in der Kärntner Liga zu verbleiben, sieht das regulativ ja nicht vor. Wir prüfen alle Möglichkeiten, die es gibt, sind mit dem Fußballverband in Verbindung und versuchen das Bestmögliche für den Verein in den Vordergrund zu stellen, wobei man immer wissen muss, finanzielles Risiko können wir nicht eingehen, also das muss alles auf sicheren Beinen sein und auf sauberen Beinen auch. Und in erster Linie geht es darum, dass wir den Verein weiterentwickeln und dass auch der Nachwuchs davon profitiert, weil das steht natürlich für mich schon im Vordergrund, dass die Nachwuchsarbeit, wie sie jetzt auch gemacht wird, weiterhin so fortgesetzt wird, so intensiv und dass ja, der Verein lebt vom Nachwuchs und dass viele Nachwuchsspieler dann in die Kampfmannschaft kommen. Wohin auch immer, in welche Liga werden wir sehen. Also Sie bitte fürs. Vielen Dank, Herr Stadtrat und Präsident. Mir, der Gernot Mank, ist der Obmann von ASK. Ja, würde mich gern berichtigen. Welche Funktion nimmt der Gernot Mank ein bei der ASK? Vorstandsmitglied und im Wirtschaftsbeirat bin ich momentan. Im Wirtschaftsbeirat. Also jetzt geht darum, nach wie vor darum, es wird auf Hochdruck gearbeitet, um das Geld aufzustellen, das für die Regionalliga nötig ist. Genau so ist es. Und das ist auch sehr wichtig, dass die finanziellen Angelegenheiten geklärt werden, bevor eine Zusage kommt, damit wir oben mitspielen können. Ja. Und da brauche ich ein bisschen Guting, weil wir haben leider nur noch 14 Tage Zeit. Aber schauen wir mal, was rauskommt. Wir bemühen uns natürlich alle. Wir bemühen uns und natürlich hoffen wir alle auch im Sinne von Sport, also und auch von der Entwicklung von Kärntner Fußball, dass es nächstes Jahr eine zusätzliche Regionalligamannschaft geben wird. Danke, Gernot. Bitte, danke fürs Interview. So, und last but not least habe ich den Matthias Dollinger hier bei mir. Hallo Matthias. Servus, hallo, grüß euch. Ja. Servus, Ernstalle, darf ich dich nicht mehr? Ja, servus. Natürlich, ja. Also Matthias, wir haben ja in den letzten Wochen ja wirklich oft telefoniert über das Thema, was hier alle beschäftigt. Ich will dich aber jetzt, nachdem halt der Herr Präsident und der Herr Obmann schon sich ausführlich darüber geäußert haben, eigentlich so fragen, wie ist das denn für eine Rolle für die nächste Saison auf der einen Seite für die Unterliga Ost und auf der anderen Seite für die Regionalliga zu planen? Ja, danke einmal, dass ihr uns heute besucht habt und dass ihr das Spiel übertragt. Ich möchte mich zuerst einmal, wenn ich das kurz einmal darf erwähnen, uns wirklich herzlich bei den Sponsoren bedanken, die uns das ganze Jahr oder immer unterstützen. Das ist eigentlich für mich das Wichtigste und wirklich
Dankeschön. Und Regionalliga oder Unterliga, wir sind jetzt, ich mache jetzt einen Schnellball, das Spiel wieder anfängt. Wir sind beim Arbeiten, es muss bis 12. ist die Entscheidung. Und wir sind in guten Gesprächen und ich hoffe, dass wir die Regionalliga da bocken. Aber wir müssen mal schauen, wie unser Vorstand und unser Wanke, sage ich einmal, positiv gestimmt sein und alle mit Kraft, alle sagen, der ASK kehrt auf in die Regionalliga und man darf ja noch eins nicht vergessen, das ist auch für die Sponsoren, sage ich einmal, eine tolle Sache, wir sind der zweitbeste Club in Klagenfurt. Nach der Austria Klagenfurt sind wir der zweitbeste Club. Das ist natürlich ein Ansporn für sich, es ist Dreibach wird vielleicht auch die Klattner halt womöglich halt schaffen. Möglicherweise gesetzt sich ohnehin die angesprochene Austria Klagenfurt hinzu. Es gab in letzter Zeit so etwas wie Pressemeldungen, wonach eine Fusion mit einem anderen Verein, unter anderem der Austria Klagenfurt, angestrebt wird. Kann ich das jetzt so verstehen, als eine Vereinfusion im Sinne einer Verschmelzung halte ich eher für nicht wahrscheinlich, dass eine Art Spielgemeinschaft angedacht wird? So wie mich die Leute kennen, die wissen, dass ich immer grad bin und ehrlich bin. Wir haben mit der Austria und mit dem SAK probiert, Kontakt aufnehmen. Wir haben gute Gespräche gehabt. Es hat leider nicht, sage ich einmal, gefruchtet, dass wir eine Kooperation zusammen machen. Das muss man so akzeptieren. Ich wünsche den SAK und der Austria viel Glück. Leider ist es nicht zustande gekommen, sonst hätte man das gern gemacht. Und jetzt müssen wir halt auf uns selber schauen. Und schauen, wie wir das machen. Wir machen am liebsten die Regionalliga, wenn der Vorstand mitgeht, die Sponsoren mitgehen. Und ich bin guten Mutes, sage ich einmal, dass wir da stemmen. Auch die Mannschaft zieht mit. Und wenn ich so einen Mitstreiter habe, so wie den Gernot Wang gehabt, dann brauche ich keine Angst haben, weil das weiß ich. Ist ein Löwe und der hilft mir mit. Vielen Dank. In diesem Sinne, zweite Halbzeit läuft, glaube ich, gerade. Danke, Gernot, danke Matthias. Danke. Und noch viel Spaß heute bei Pizzeria und Jaus, was ich gehört habe. Ja, danke, Pura. Danke. Pfiat euch! Wir haben jetzt gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit eine Top-Chance gesehen für die Lendorfer durch Christian Wernisch. Danke, Motte. So, jetzt ist der Jürgen Knopper auch wieder vor Ort und es geht weiter mit Halbzeit 2. Freistoß für Lendorf. Christian Kautz am Ball. Distanz für einen Direktschuss vielleicht doch etwas zu weit weg. Der Christian geht jetzt in die Angriffsreihen, überlässt das dem Mannschaftskollegen. Ja, wird ein Freistoßtrick versucht. Gelingt nicht. ASK über Romaniuk. Will er vielleicht gleich wieder da anknüpfen, wo er in der ersten Halbzeit nicht unbedingt aufgehört, der da gestartet ist. Bogdan Romaniuk schießt im Strafraum die Gegenspieler an. Jetzt faul an einen Lindorfer. Zagler. Janisch kommt nicht zum Ball. Lacic nahe des eigenen Strafraums zurück, auf der Hütter Fasching. Er macht einen langen Ball und mit der Ferze schießt er dabei noch den Johannes Brunner an. Ja, Ahacic. Ja, wenn das nicht so kommt, haben die mit Ahacic. Ja, geht anders, lieber Freund mit der Nummer 24. Diese gelbe Karte war durchaus vermeidbar. So, Gemüter haben sich wieder beruhigt. Einwurf Lendorf über Brunner.
Daxa kommt nicht zum Ball, dafür Christian Kautz. Achacic. Ist jetzt relativ kurz im Spiel, aber ist schon ein paar Mal auffallend geworden. Aber jetzt Christian Kautz. Wird gestoppt von Sergej Lacic. Ecke Lendorf. Und da traben sie wieder nach vorne, die beiden langen Mario Zagler und Felix Hutter. Der Flo Bingist wird wieder die Ecke treten. Ja, viel zu weit. Ist ja nicht der beste Tag eines Standards von Florian. Lendorf bleibt über Morgenstern aber im Ballbesitz. Hat man wieder gesehen, was der junge Mann drauf hat, der 17-Jährige? Absolut. Jetzt Gegenstoß von ASK. Maric. Kann sich hier Werner Sturz setzen, schaut ganz gut aus, aber Situation geklärt von Fasching. Ja, das Tempo in diesem Spiel ist nicht extrem hoch, aber auch nicht niedrig. Die Intensität nicht extrem hoch, aber es ist durchaus nicht so, dass beide Mannschaften sich hier den Raum in gewisser Hinsicht schenken. Mann und Mann wird schon heftig zur Sache gegangen. Jetzt Bingis bei Lendorf, kann den Ball nicht durchstecken zu Kautz. Gegenzug von ASK. Weiter Ball auf Nico Otti. Ja, aber ganz auf den Punkt angekommen und es gibt wieder Eckstoß. Für den ASK. Für den ASK, ja. Da ist wieder absolute Konzentration gefordert, um den Zukic da abzudecken. Der lauert da schon an Elferpunkt. Wird jetzt gleich in Richtung irgendeiner Stange starten. Richtung kurzer Stange. Sein Kopf wird aber nicht gefunden. Lendorf kann sich zumindest kurzfristig befreien. Daxa. Vielleicht geht sein Gegenstoß aus. Ding ist, Diagonalpass auf den Morgenstern Michi. Er startet an, er ist schnell, kann sich einen Meter lösen. Die Rückabgabe findet aber keinen Abnehmer. So kann der ASK wieder den Raum schnell überbrücken, zu ungenauer Fahacic. Gefahr gebannt. Andro Morgenstern ist da nicht an den Ball gekommen. Aber nichts geschehen. Kautz. Wagt er das 1 gegen 1? Nein. Probiert da den Johannes Brunner einzusetzen. Ist link da, aber Lendorf bleibt am Ball. Werner ist ein bisschen ein Gestocker. ASK. Kann sich befreien, Ball aber schon wieder in den Reihen von Lendorf. Sandro Morgenstern ist tatsächlich ausgerutscht, kein Foul. Romaniuk auf Romaniuk, sahen wir heute bereits auch öfters. Der zweite Romaniuk heute wesentlich offensiver. Aber auch als Innenverteidiger, wie bereits mehrfach erwähnt, kommt er gerne mal nach vor. Mit Doskov. Maniuk. Kautz kann den Ball hier nicht behaupten. War aber faul dabei. Freistoß Lendorf in der eigenen Hälfte. Weiterhin 2 zu 1. Sandro Morgenstern.
Wernisch wird natürlich immer wieder mit hohen Bällen gesucht. Die Abpraller, die zweiten Bälle, das soll dann der Christian Kautz möglichst verarbeiten. So ist der Plan, der immer wieder aufgeht bei den Oberkärntnern. Schüttrich wird weiterspielen, kein Foul an Fabio Daxa. Aber jetzt. Foul an Christian Kautz. Freistoß für Lendorf, knapp an der Strafraumgrenze, aber doch relativ nah bei meiner Wortkreation des Strafraumspitzes. Ja. Das ist natürlich herrlich. So wie das Wetter auch. Das hat sich jetzt ein bisschen gedreht. Der Wind ist verschwunden, die Sonne wieder hinter den Wolken hervorgekommen. Herrlichstes Fußballwetter hier im Sportpark des ASK im Fischl. Sandro Morgenstern oder Christian Kautz. Direkt oder die Flanke, was kommt? Es kommt ein, ja, in Football würde man ein Speed Goal sagen. In Rugby wäre das eine gute Conversion. Aber im Fußball ist es doch deutlich über das Tor. Im Fußball ist das nicht einmal ein Punkt. Kein Punkt und auch keine bessere Haltungsnote. Dostkopf. Bogdan Romaniuk. Otti. Lasic. Maric. Noch einmal Maric. Ball verloren. Bingist, Sandro Morgenstern. Zu weit, keine Chance für Christian Wernisch hier an den Ball zu kommen. Foulreklamation bringt auch nichts ein. ASK im Spielaufbau. Herr Christian Wernisch ist bei Lendorf der König der Strafkassen. Zumindest war das mein Stand von der vorigen Saison. Könnte man ihn direkt fragen nach dem Spiel, ob das immer noch Stand der Dinge ist. Kautz. Morgenstern, guter Haken, noch ein guter Haken und noch ein guter Haken. Ja, nicht vom Ball zu trennen, aber der Stangepass kommt nicht auf Christian Wernisch, damit nur Einwurf. Wechsel. Bei Lendorf wird gewechselt. Die Nummer 10 Johannes geht raus. Brunner geht raus im Spiel. Doppeltausch sogar. Oder? Ja. Und ein zweiter ist auch noch draußen. Ja, vielleicht würde er nur mit dem Linienrichter tratschen. Nein, der zweite ist schon draußen. Okay. Ja, Johannes Brunner ist auf jeden Fall mal aus dem Spiel gegangen. Den zweiten kann ich aus der Distanz nicht hundertprozentig noch erkennen. Dreht sich gleich her. Jetzt wirst du ihn gleich haben. Hoffentlich ist gerade bei der Spielerbank die Nummer 29, oder? Was hat er? Mit Nummer 39, Fabian. Ja. Zaunig Thomas hat ein Spiel. 29, Hoi. Hoi Fabian ins Spiel. Und den Johannes Brunner aus dem Spiel haben wir bereits auch beim ASK wird getauscht. Da sehr geladen raus. Ebenfalls ein Schwierig Frankfurt. Aus dem Spiel mit Nummer 30 Nico Otti und mit Nummer 66 Sergei Lasic. Neu im Spiel. Mit Nummer 20, Daniel Michi. Ja, der Daniel ist jetzt dann Gott sei Dank doch im Spiel. Auf dem Spielbericht habe ich ihn hier nämlich nicht. Also unsere Verletzungsspekulationen können wir gleich einmal getrost entsorgen. Ich habe einfach die falschen Daten zugespielt bekommen. Daniel putzt munter und
wird uns sicherlich gleich mit der einen oder anderen Einlage verwöhnen. 34-jähriger Bediensteter der Gebietskrankenkarte, heute ÖGK. Mit seiner früheren Karriere professioneller Spieler. Hat er unter anderem bei Wacker Innsbruck gespielt in der Bundesliga und auch beim Wolfsberger AC. Lustenau war eine seiner Stationen. Hat er in Westösterreich einen prägenden Eindruck hinterlassen. Wir haben jetzt die 61. Spielminute und weiter keine Tore in Halbzeit 2. Letzten Minuten gab es keine großen Szenen. Drei Tore haben wir aber schon gesehen. Der erste und der zweite Sejcukic-Doppelschlag. Einmal war die jetzt wieder der ASK über Romaniuk, diesmal von der rechten Seite. Ecke. Ein Fall für Daniel Misic. Hat auch gleich die Kapitänsbinde wieder übernommen. Auf die kurze Stange, noch ein Eckball. Christian Kautz den Ball abgeblockt. Gleich der zweite Versuch, der erste war ja noch nicht so besonders. Der zweite sieht da wesentlich besser angetragen aus. Ball bleibt im Spiel, Kopacz. Riesenparade. Gute Abwehr von Kohlmeier, noch einmal. Gubor. Abgeblockt. Noch ist die Situation nicht vorbei. Aber Niko Maric wieder mit dem Schuss neben das Tor. Wir schauen uns noch einmal diese Parade von Lukas Kohlmeier an. Die 34 tankt sie hier rechts durch. Gibt zur Mitte. Und Kohlmeier mit der Abwehr. Haken in eigenen Strafraum von Mario Zagler. Der Ball war an sich nicht so schlecht, aber der Christian Kautz selbst ein bisschen überrascht, dass er so gut kommt. Da ist ein bisschen zu spät weggestartet. Aber Lendorf bleibt im Ballbesitz mit einem Einwurf. Jetzt gesehen, Linienrichter, Strauß. Guter Kicker. Zu ungenau die Hereingabe. Steht kein Spieler vor Ort. Alles kam mit dem Neuaufbau, ist aber noch unter Druck. Das war zu ungestüm. Zu ungestüm von Thomas Zronik. Ja. Freistoß für den ASK in der eigenen Hälfte. Da lassen sich die Klagenfurter Zeit. Freund und Fan vorbei. Ball kommt wieder zurück. Bisschen Fußball-Tennis. Jetzt aber. Die Situation hat sich auch wieder beruhigt. Lendorf im Ballbesitz, ASK rückt aber weiter, kommt mit dem Pressing auch zum Ballgewinn, aber Bingi ist dazwischen. Hacic kann ihn nicht kontrollieren, damit nur Einwurf. Misic. Hacic, aber Versuch eines Kabinettstickerl geht schief. Kopacz.
Ja, der Mühelohn ist ein Freistoß. Der ASK ist hier bissig, lästig geblieben, hat die Lendorfer nicht aufbauen lassen. Dafür gibt es zur Belohnung einen Freistoß von runden 20 Metern. Halb rechts. Der Kapitän wird ihn zur Mitte bringen. Vornehmlich den Seid Zukic suchen. Aber mit Matteo Rubor zum Beispiel ist da ein weiterer Kopfballspieler, ein starker Spieler mit Qualitäten an vorderster Front. Ja, so war gar nicht einmal der Kopf im Spiel. So, jetzt muss ich kurz einmal wen grüßen. Stefan Wallner nach Sarajevo. Er hat Auslandsdienst. Er schaut, dass ich da unten alle vertragen. Servus Stefan, du bist ja auch Verantwortlicher beim SV Sachsenburg. Leider Gottes gibt es nächstes Jahr keine Kampfmannschaft der Sachsenburger in der Unterliga West. Aber jetzt ein Fehler von der ASK-Abwehr, nichts rausgekommen. Das Spiel läuft weiter. Ernst, ich kann deine Grußworte gerne wieder weiterführen. Ich bin schon fertig. Servus, Stefan Wallner. Das ist dann synchron verlaufen, also eigentlich perfekt konzertiert von Ernsti und den Akteuren auf dem Feld. Da hat die ASK-Abwehr wieder nicht gut ausgesehen, so ähnlich wie beim 2:1. Ein Freistoß ist es dann geworden. Da muss aber für einen direkten Schuss jemand schon den gewaltigen Hammer auspacken, aber der Christian Kautz ist durchaus ein Spieler, der das Dynamit in seinen Beinen hat. Zentral ist der Freistoß. Das war schon ein bisschen zu viel Dynamit. Da gibt es eine Geschichte von Rapid. In den Urzeiten des Fußballs, da hat es eine Reise gegeben durch Amerika. Und da haben wahrscheinlich die Leute gejubelt. Die Amerikaner hatten keinen Tau, um was es im Fußball geht. Rapid führte zur Halbzeit 11:0 und niemand im Stadion hat gejubelt oder sich irgendwie geregt. Und in der zweiten Halbzeit haben sie begonnen, übers Tor zu schießen und dann sind die Leute ausgezuckt. Mir ist eine ähnliche Geschichte auch, das ist doch nicht einmal in der Urzeit des Fußballs, sondern eigentlich doch in den frühen 80er Jahren bekannt, und zwar aus Südkorea. Die Südkoreaner bekanntlich halt eng mit den USA verbündet, färbte sich auch im Sport ab. Das heißt, damals war Fußball in Südkorea noch nicht ganz so populär wie heute. Und da gab es eine vergleichbare Geschichte, aber jetzt an der ASK mit einer guten Möglichkeit von Zukic. War aber abseits. Aber abseits, ich auch gerade. Danke Ernst, ich war schneller. So, weiter. Können wir unseren Ausflug in die Urzeiten des Fußballs beziehungsweise auf andere Kontinente. Ja, was war jetzt in Südkorea? Ja, in Südkorea war etwas, das so ähnlich wie du. Die Geschichte von Rapid hat es in den 80er Jahren auch ein Fußballspiel auf internationalem Niveau gegeben, wo die südkoreanischen Zuschauer das mit dem American Football verwechselt haben. So, jetzt hat Ahacic auf der rechten Seite, hat noch Platz zum Reingehen. Ja, da hat er sich zu früh für den Pass entschieden, hätte da noch Meter gehen können. So ist nichts dabei herausgekommen. Es gibt Einwurf für die Weißen des ASK. So, mittlerweile bin ich schon ziemlich durstig geworden, zu kommentieren hier. Ja. Ja, leider ist die Schenke hier auf der anderen Seite. Vielleicht hört ja ein Zuschauer hier und bringt uns den Ernst der Cola und mir Mineralwasser. Ja, Stefan Wallner, du bist eh gleich da. Sarajevo, Klagenfurt ist ja gleich mit dem Chat vielleicht. Weil unsere Flaschen haben sich bereits geleert. In der Pause hatten wir ja die Interviews. Das Bier werden wir noch ein Spiel trinken. So, Pinki ist für Lendorf. Wernisch auf Martin Morgenstern. Michi Morgenstern, Baron. Ja, den Martin grüßen wir natürlich auch. Ganz, ganz herzlich. Auch ein jahrelanger Kicker in der Morgenstern-Elf. Eine
schon. Ich weiß gar nicht, ich traue mich jetzt gar nicht zu sagen, die wievielte Morgenstern-Generation jetzt auf dem Platz steht. Drei kenne ich einmal auf jeden Fall. Ja, gibt schon einige da rund um einen Hirschspiegel. Den Verein gibt es seit 1981 als eigenen Verein. Ist aus dem SV Lendorf entstanden, hieß dann auch als Fußballsektion lange SV Lendorf, eine Umbenennung in FC Lendorf. Also noch ein verhältnismäßig junger Verein, nichtsdestotrotz in Unterhaus höchst erfolgreich, einige Male im ÖFB Cup bereits in der recht frühen Zeit gewesen, 95, 96, jetzt im neuen Jahrtausend immer wieder Stammgast im ÖFB Cup, zweimal hat man die Kärntner Meisterschaft gefeiert, 1999 und 2000 und 2017 und 2018. Der ASK hat zwar jetzt dann dreimal die Meisterschaft, die Kärntner Meisterschaft gefeiert. Das erste Mal 1946, 47 und jetzt, wie gesagt, 2022, 23. Man könnte als drittes Mal noch dazu zählen, die 2000, 2001 in Spielgemeinschaft mit den FCK. Also solche Modelle mit einer Spielgemeinschaft mit einem anderen Kärntner Verein bzw. Klagenfurter Verein in der Regionalliga, das hat es bereits gegeben. Haben Sie da nicht dann um einen Aufstieg gespielt, sogar in irgendeiner Dauernliga seinerzeit einmal? Es das war Wahnsinn, der ja? ASK war in den 50er Jahren fast durchwegs überregional unterwegs. Ja, also nach der Kärntner Meisterschaft 46, 47 waren sie dann in der Dauernliga insgesamt 10 Saisonen. Und in den 10 Saisonen waren sie dreimal Zweiter und sind nur denkbar knapp an den Aufstieg an der damaligen höchsten Spielklasse vorbeigeschrammt. Mhm. Also der ASK ist durchaus ein Verein mit einer großen Tradition, auch für die höchsten Weihen, die einem der heimische Fußball bieten kann. Spielt aber von denen noch keiner mehr mit heute. Naja, ich glaube, das geben die Geburtsjahrgänge nicht ganz her. So, jetzt haben wir eine Ecke. Und das war allerdings kein Tor. Kein Tor. Ich wollte gerade sagen, das war ein typisches Tor von Zucic, aber da hat er wohl ein bisschen zu viel angeschoben. Deswegen gibt der Schiedsrichter, ich glaube, zu Recht auf Freistoß für Lendorf. Allzu heftig fielen die Proteste von ASK auch nicht aus. Ja, er war schon verrammt hoch oben, also er dürfte sich da schon gewaltigst aufgestützt haben. Schauen wir uns dann gleich später in der Wiederholung noch einmal an. Gut, wie gesagt, Wiederholung haben ich keine hier, ja, der Ernste. Ja, wenn der Herr Kommentator aufstehen möchte, könnte er sich das ja anschauen. Jetzt kommt die Ecke rein und naja. Wenn es keine Proteste gab, wird schon so gewesen sein. Wird es schon irgendwie stimmen. Gut, wir lösen es also nicht auf. Naja, wenn wir es ganz auflösen wollen, nachher bewerben wir uns vielleicht noch beim VAR. Klagenfurt eine sehr beliebte Arbeitsgruppe. Ja, also da kann man sich in der Landeshauptstadt sehr beliebt machen. Kopacz legte den Ball weit vor, ist aber schnell, aber der Ball war dann doch zu weit vorgelegt. Lukas Kohlmeier taucht ab, allerdings ein schlechter Auswurf. Der ASK behält den Ball in der Hälfte des Gegners. Misic. Ist Doskov auf die linke Seite. Killer eingewechselt. Killer Alexander von ASV gekommen in der Winterpause. 21 Jahre jung, aber durchaus ein gefragter Mann an den Flügeln im Unterhaus. Jetzt nächster Schussversuch. Er hat ja beim 3:5 in der Vorbereitung gegen Lendorf 3 Tore geschossen, der gute Alexander Killer.
hat auch bei Austria Klagenfurt im Nachwuchs gespielt. Ein Autobahnspieler. Autobahnspieler, demgemäß auch flott auf den Beinen. Ecken tritt jetzt wieder Nico Maric. Flach aufgespielt. Nur einmal aufgespielt. Aber jetzt ist er drinnen! Jetzt ist er drinnen. Gerade von Killer Alexander gesprochen und schon packt er den Killerinstinkt aus. Ganz exakter Schuss. Etwas außerhalb des Strafraums, Innenstange, ins Netz, keine Chance für Lukas Kohlmeier. 3:1 für den ASK. Alexander Killer. Ja, da war der Lukas Kohlmeier chancenlos, hat den Ball auch spät gesehen. Es waren einige Spieler vor ihm und der Ball hat hier doch den Weg ins Tor gefunden via Innenstange. 3:1. Schönes Tor, ja. Schön getroffen. Jetzt Christian Kautz, vielleicht gelingt gleich wieder der Anschlusstreffer auf Christian Mernisch. Und das ist tatsächlich auch der Fall. Ob na schau, da geht es ja dahin. War, glaube ich, ein Eigentor oder war der Christian Mernisch? Ich glaube, das war ein Eigentor. 3:2, unmittelbar. Der Jubel ist noch gar nichts verhallt. Schon klingelt es auf der anderen Seite. Wir haben ja den Zuseherinnen und Zusehern versprochen, hier werden viele Tore fallen und das Versprechen haben beide Teams eingelöst. Ich sag's jetzt, ich sehe es nicht, ob das jetzt ein Eigentor war oder nicht. Die Sonne blendet aber eine, ich sage einfach da. Ja. Christian Mernisch hat jetzt ein Tor erzielt. Wir geben es einmal dem Mernisch, genau. Und lösen es später vielleicht noch auf. Ne, bei einem habe ich recht gehabt, 0:0 gibt es keines. Immer viele Tore zwischen diesen beiden Teams. Hätte da hohe Quoten geben für ja. 0:0, Ernsti. Ja. Niko Maric, beim Einwurf. Kitsch. Misic. Er versucht das Doppelpassspiel mit Niko Maric. Misslingt. Abstoß Lendorf. Kautz. Sandro Morgenstern, Bingist, einmal Kautz, kein schlechter Angriff, letzter Pass zu ungenau, Abstoß vom Tore Michael Fasching. Die nächsten Wechsel stehen bevor. Doppeltausch beim ASK. Wie viele Minuten haben wir gespielt, Ernsti? Die 79. ist gerade hier angebrochen. Scheinbar verzichten beide Teams bzw. Christian Schmautz auf die obligatorische hochsommerliche Trinkpause. Wird wohl so abgesprochen worden sein, verpflichtend ist ja nicht. Die Nummer 4 klatscht einmal ab, geht raus. Das ist Matteo Grobor, Innenverteidiger. Und die 34 macht sich auf den Weg nach außen. Das ist Matic Kopacz. Gut. Ist uns einige Male im offensiven Mittelfeld heute aufgefallen. Dreh dich um. Spielerwechsel Meister Frankfurt. Ja, auf dem Spiel die Nummer 4. 10 neu im Spiel, oder? Grobor. Antunovic Mario, Martin Skopal und Marco Leininger natürlich auf dem Platz. Mit der Nummer 6, Marco Leininger und mit der Nummer 10, Mario Antunovic.
hat der Platzsprecher auch sein Bestes gegeben. Meine Wertschätzung dafür. Guter Einsatz von Fabio Daxa. Beschwert er sich, dass der Ball nicht völlig über der Linie war. Zukic auf Maric, Doppelspiel. Kommt er vorbei, ja, er verzetzt seinen Gegner auf die lange Ecke, da ist noch einmal Zukic. Aha, da sehen sich jetzt der Killer Alexander und Zukic selbst im Weg gestanden. Eine vielversprechende Situation gewesen. Es gibt ein Kärtchen. Jupp, an die Nummer 26 adressiert. An die Nummer 26 adressiert, das ist der Killer Alexander. Schau, schau, was der alles kriegt. Torschütze, gelbe Karten, alles. Alles. Ein ereignisreiches Spiel für den Flügelspieler. Ja, die letzten 10 Minuten laufen. Wir werden dann aufs Feld mit der Kamera umziehen und dann gibt es ja die Pokalübergabe durch den Vizepräsidenten Martin Mutz und eine Meisterfeier beim ASK Klagenfurt. Vielleicht tritt auch Stargast Ossi Magnesinger auf. Ja, Lendorf hat das Spiel jetzt keineswegs in irgendeiner Form abgeschenkt, also nicht nur wegen dem Spielstand, auch sie gehen immer noch sehr resolut zur Sache. Wie schon eingangs vermutet, denken Sie nicht daran, die Meisterfeier vom ASK auch noch zusätzlich mit einem Sieg zu versüßen. Aber noch ist der frisch gebackene Meister vorne. Bingist, Kautz, auf Wernisch, keiner, doch, gibt eine sehr späte Abseitsentscheidung, aber auch spät zählt. Möglichkeit vorbei. Da hat es keinen Sinn, mit dem Schiedsrichter großartig zu diskutieren, wenn er schon einmal abgepfiffen hat, dann kann man das nicht wieder herstellen. Misic. Gagel. Ja, vor der Zeit des VAR war es ja Romaniuk. In der zweiten Halbzeit nicht mehr ganz so auffallen bin der ersten. Ich finde das immer lässig, wenn die Leute einfach herkommen und zum Reden anfangen mit mir. Ich verstehe sowas überhaupt nicht. Ja, im letzten Augenblick den Ball doch noch runtergefischt von Ristoskov. Da wäre Wernisch bereit gestanden, alleine auf Tor zu ziehen. Leininger, der Routinier hat im Frühjahr nicht immer die Kraft für 90 Minuten, kommt daher meistens von der Bank als Finisher. Nur einmal Leininger, Zukic. Ja, kann den Ball wirklich gut behaupten auf engen Raum. Maric. Ja, versucht da ein Gurkal schieben, trifft doch nur den Fuß. Auch der Schuss von Misic wird abgeblockt. Lendorf, noch eine Gelegenheit. Nein. Misic. Maric lässt sich Zeit. Wieder zurück auf Misic. Antunovic eben gerade gekommen. Gagel bekommt hier den Ball nicht. Vielleicht der zweite Ball Romaniuk auch nicht. Jetzt hat den Fabian Hohe als Flügelspieler weit ins Zentrum hineingetragen. Mit dem Ergebnis, dass er dabei ein Stürmerfoul begeht. Freistoß ASK. Die Klagenfurter halten sich jetzt den Gegner
ganz gut von Leib. Bis auf die eine Situation vorhin, wo Stoskov gerade noch den Ball vor Wernisch weggefischt hat, hat Lendorf nach dem Anschlusstreffer keine große Möglichkeit mehr vorgefunden. Ein bisschen lasst der ASK nun Ball und damit auch die Uhr laufen. Jetzt eine Möglichkeit für Cukic, knapp vorbeigegrätscht. Ja, und heute kann man da den Dietmar Tula gratulieren zu seinem zweiten Meistertitel. Einen hat er mit dem ASV gefeiert, einen jetzt mit dem ASK. Setz dich bitte nieder. Gemerkt, in der Kärntner Liga, weil in der Unterliga Ost war er auch mit dem ASK Meister. Kärntner Meister. Kärntner Meister, jawohl. Mit dem ASK war er aber in der Unterliga Ostmeister, oder? War er nicht mit dem ASV in der Kärntner Liga Meister? Als sie in die Regionalliga aufgestiegen sind. Richtig. Dietmar Tulla hat mir in einem Interview gesagt, kürzlich, über die Frage, wie das ist, also Meistertitel und vielleicht dann nicht aufsteigen. Wir denken da als Mannschaft selbst, er ist der Trainer, er macht die sportlichen Belange, ich denke darüber nicht nach. Jede Meisterschaft zu feiern ist ein sehr seltenes Ereignis, ist eine wunderbare Angelegenheit. Ja. Ja, wenn sogar viele Trainer haben überhaupt nie in ihrem Leben die Möglichkeit, eine Meistermannschaft zu formen. Also da denkt man gar nicht drüber nach, ob man jetzt im nächsten Jahr in der Unterliga oder in der Regionalliga spielt und genießt einmal die Meisterschaft. Natürlich ist es so, geredet wird natürlich auch innerhalb der Mannschaft, werden überhaupt keine Diskussion. Aber hätte eine Möglichkeit, Bier und Tor. Und Ausgleich aus dem Nichts durch Thomas Saunig, 3:3. In der 87. Spielminute gelingt dem FC Lindorf jetzt der Ausgleich. Von der Stange kullert der Ball hinein. Das wird natürlich jetzt die Oberkärntner Freunde und Fans freuen, die auch in der Mehrzahl hier zuschauen, ganz sicher sogar. Du. Einige Minuten geht es noch, 3:3 der Spielstand. Ich würde hier als Beobachter sagen, geht prinzipiell in Ordnung. Der ASK hatte sicherlich etwas mehr vom Spiel, hatte auch etwas mehr Möglichkeiten. Aber zu zwingend überlegen, drückend überlegen waren die Klagenfurter dann doch nie, dass man angesichts dreier erzielter Treffer nun sagen könnte, dieser Spielstand ist nur irgendeinen glücklichen Umständen zustande gekommen. 3:3 können sicherlich auch beide leben damit. Wobei jetzt auf dem Platz werden beide schon noch mal dran setzen, das vierte Tor zu erzielen und damit wohl auch den letzten Treffer des heutigen Abends. Wobei man da bei diesen beiden Mannschaften ja sehr vorsichtig mit Prognosen sein muss. 6 Tore heute, 5 in Hinspiel, 8 in der Vorbereitung. Jetzt der ASK wieder. Über Cukic. Er hält den Ball ein bisschen zu lange. Lendorf kann sich wieder neu formieren. Maric geschickt gemacht. Der Ball draußen. Und wer die Lendorfer kennt, der weiß, dass sie erst zu laufen aufhören, wenn der Schiedsrichter pfeift. Genau. Lendorf, eine bekannt und gefürchtet kampfstarke Truppe über viele Jahrzehnte im gehobenen Unterhaus in Kärnten. Ich kann mich gar nicht erinnern, wann die nicht in der Kärntner Liga gespielt haben. Da müsste ich jetzt wirklich wahrscheinlich beim KfV mir irgendwelche alten Ordner herausholen und einmal entstauben und die Schreibmaschinenschrift
Bild der 80er Jahre oder das gewöhnen, dann wird vielleicht eine Tabelle aus der ersten Klasse auftauchen. Oh, da hat es einen Zwischenfall gegeben. Der zieht sich schon um und geht raus, gelb-rot. Okay. Der Killer Alexander. Ja, wird gelb-rot passieren, ja. Hat das schon gewusst. Foul an der Nummer 19. Kurzer Weg an Fabio Daxa, kurzer Weg unter die Dusche. Eigentlich nicht notwendig gestern gewesen. Bei dem Spielstand einerseits muss man auch bedenken, muss ja dann eine erste Partie in der nächsten Saison auch stehen. Gut, ist seine Entscheidung. Auf jeden Fall der Alexander Killer nicht mehr auf dem Platz. Gelb-rot. In der Schlussphase vom Spiel. Das Spiel ist vorbei. Okay. Der Endstand zwischen dem ASK Klagenfurt und dem FC Hand in Hand Berka-Lendorf. Nach 90 Minuten 3:3, Halbzeitstand 2:1. Die Tore für den ASK schotten Zucicin Doppelpack bzw. Alexander Killer. Auf der anderen Seite war Christian Kautz, der Christian Wernisch und der Thomas Traunig erfolgreich. Wir sagen einmal den Zuseherinnen und Zusehern Danke. Bleiben Sie dran. Wir werden jetzt den Ort der Übertragung ändern. Wir gehen hinunter auf den Platz. Da wird schon feste Sekt verspritzt. Also da wird schon gefeiert und getanzt. Wir werden ein paar Interviews machen und melden uns in Kürze wieder. Vizepräsident Martin Mutz, Sportstadtrat von ASK-Präsident Franz Petritz mit der Verleihung. So, die Meistermedaille. Auch der Lili Schmid hat seine Meistermedaille bekommen. So, zwei Medaillen sind, glaube ich, noch da. Wer bekommt die? Oder steht bereits der Pokal zur Verleihung bereit? Und jetzt brauchen wir noch den Kapitän. Daniel. Ich glaube, da ist man sich uneinig, wer den Pokal abholen soll. Aber das ist natürlich eine Aufgabe für den Kapitän. Er wird ja schon mit skandiert. Und damit wir auch selbst darauf passen, da nicht mit zu sehr mitten im Geschehen zu sein. Also, Sekt haben die Burschen von ASK ordentlich eingekauft. Herr Vizepräsident, Herr Martin Mutz, erstmals eine derartige Verleihung für eine Kärntner Liga zum Durchführen oder ist das bereits Routine? Na, Routine ist es nicht, aber ich habe geschaut, dass ich recht schnell wegkomme, um keinen Sekt abzukriegen. Ja. Aber es ist natürlich immer toll, wenn man sieht, wie die Burschen sich freuen, wenn sie eine Saison super gespielt haben und was dann alles an Emotionen rauskommt, das macht Spaß. Eine der angenehmen Aufgaben als Funktionär, also singende und tanzende Burschen die Meisterschaft mit einem zu überreichen. Genau so ist es, ja. So, der Marco Leininger mit Oberkörper frei. Die wievielte Meisterschaft feierst du heute? Meisterschaft ist es jetzt die dritte. Dritte? Was waren die vorigen Meisterschaften, die du feiern durftest? Ja, Regionalliga und jetzt das zweite Mal Kärntner Liga. Zweite Mal Kärntner Liga, einmal Regionalliga. Also drei Meisterschaften sind in einem Leben von einem Kicker eigentlich gar nicht einmal so wenig. Ja, ja. Sagen wir so, haben wir hart gekämpft das Jahr. Verdient, Meister, sage ich einmal. Wenn man das früher anschaut und ja, ist immer schön, wenn man Kärntner Master wird. Privat, man hat gehört, dass du im Frühjahr nicht immer ganz fit warst, dass deswegen meistens als Finisher gekommen bist. Da bist du mittlerweile wieder voll bei deinen Kräften? Ja, voll bei den Kräften nicht, aber werden wir schauen, dass alles wieder hinhaut. Auf jeden Fall bin ich mir sicher, dass du heute noch genug Kräfte aufbieten wirst, um das Gebühren zu feiern. Auf jeden Fall, danke. Gut, Marco, danke dir. Ciao, bitte. Ciao.
Ciao. Hat ein Handtuch gefunden? Ja, ein bisschen abgetrocknet, jetzt, dass es nicht ganz so kalt ist, aber es geht schon wieder. Ja. Geht schon wieder. Ein kurzer Satz heute zum Spiel selber. Ich meine, so wie ein typisches Spiel, wo für Karl mehr um etwas geht, hat auch wieder nicht ausgesehen. Naja, okay, für Lehndorf war ja sicherlich noch entscheidend. Die haben noch einen Punkt gebraucht, damit sie wirklich aus dem Schneider sind, sagen wir. Und für uns war es so, dass wir gesagt haben, okay, die ganzen Spieler, die ja vielleicht nicht immer die Chance gekriegt haben, haben wir gesagt, okay, sollen heute von Beginn weg die Chance haben. Und ja, die haben halt weggespielt und in Wirklichkeit ist es überraschend gut gegangen. Dann haben sie es ein bisschen zu lässig genommen und passt. Haben wir 3-3 gemacht, das ist für alle beide gut. Und die Länder für seine ganz nette Burschen und harte Hund, wenn man so sagen darf. Aber hart und, weil man sagen kann, an der Grenze und fair. Okay? Das heißt, das ist nicht bei allen anderen Mannschaften so. Lendorf ist eine Mannschaft, wo man weiß, wenn man rauffährt nach Lendorf, da wird da nichts geschenkt. Aber die sind halt harte Hunde, so wie ich sage. Aber da geht es halt um die Wurst und sonst dann ist es okay. Es ist ganz, ganz okay. Und war heute 3-3, kann ich leben mit denen. Wir haben auch damit gut leben können, weil 6 Tore sind doch 6 Tore. Ist auch, wenn man das übertragt, ganz eine nette Geschichte. Ja. Viele Tore waren bei euren Duellen sowieso immer garantiert. Ein Spiel steht jetzt da noch aus. Wir werden auch das Spiel, für uns ist eigentlich mit dem letzten Spiel, wo wir in Kraich gespielt haben, war mehr oder weniger die Meisterschaft gelaufen. Und der erste Tag nach der Meisterschaft ist der erste Tag vor der nächsten Meisterschaftsbereitung, Vorbereitung. Und wer mich kennt, weiß, dass ich schon maximal den Kopf und die Akribie für die nächsten Sachen habe. Und deswegen haben wir auch das Training schon abgeblasen. Für uns ist es eigentlich mehr oder weniger jetzt eine Verpflichtung, dass wir halt das runterwickeln und eigentlich in Wirklichkeit uns voll auf die nächste Aufgabe konzentrieren. Wo du selber noch niemand nicht genau weißt, was die nächste Aufgabe sein wird. Also wir sind am Verhandeln mit Leuten und der Sportdirektor und die ganzen beteiligten Burschen haben schon geschaut, dass wir da und dort was aufstellen. Und wenn es sich so ausgeht, dass wir die Fahrten und das zusammenbringen, dann war es natürlich sportlich. Ja, es ist eine Herausforderung, in der Regionalliga zu überleben, weil alle anderen Kärntner haben ein Vielfaches von unserem Budget und straucheln. Und wir werden halt aufsteigen und probieren, dass wir irgendwie vielleicht oben bleiben. Und wenn nicht, dann kommen wir halt runter. Es ist auch kein Schand. Und man muss das nehmen, wie es kommt. Na Daniel, der Kapitän Daniel Misic, auch schon in Feierlaune. Auch an dich die Frage, ich habe dem Marco Leininger dieselbe Frage gestellt, wie viel der Meisterfeier ist das in deiner Fußball-Senior-Karriere? Jetzt fragst du mich schnell. Die 6. Die 6. schon? Also hat man schon gewisse Routine beim Feiern? Ja, das ist immer schön. Besser feiern als nicht feiern, ja. Schön feiern, jetzt nicht feiern. Ich habe im Winter war noch so die ganze Szene, also mir inklusive, die ganze Fußballszene Kärnten, inklusive mir selbst, hat eigentlich gerätselt, wie stark wird der ASK wirklich sein. Es hat keiner so recht gewusst. Sind sie wirklich vielleicht ganz vorne dabei oder nach doch einigen Kaderumbauten fallen vielleicht zurück? Wie habt ihr das eigentlich intern gesehen? Wart ihr euch immer überzeugt, dass ihr ganz vorne mitspielen werdet? Ja, Wenn man so sieht, die Herbstsaison war durchschnittlich, waren gute Phasen, schlechte Phasen dabei. Aber das Fundament haben wir dann trotzdem aber im Winter angelegt, mit ganz, ganz klar mit den Neuverstärkungen. Also das waren jetzt nur nicht nur Kaderauffüller, sondern das waren richtige Verstärkungen. Das waren nicht ein, zwei Positionen, sondern 4 bis 5. Und ja, in Kombination mit einer guten Vorbereitung, mit einer eingeschworenen Truppe, was jetzt auch nicht selbstverständlich ist, wenn 4, 5 Neue kriegst, aber jeder hat gewusst, um was es geht. Jeder wollte das Ziel erreichen und wo wir einen Lauf gekriegt haben, haben wir gesehen, das wollen wir immer mehr und mehr. So sind wir zusammengewachsen und ja, und so wie du da erwähnt hast, oder was du erwähnt hast, recht überzeugt auch. Ja. Abschließende Frage noch, deine persönliche Zukunft und der ASK, wie ist das geklärt? Also, weil es ist ja bekanntlich noch nicht ganz klar, wohin die Reise geht. Ja. Für die Fragen bin ich nicht zuständig. Also ich kann da eh nicht sagen, was. Ja, die Frage zieht darauf hin ab, ob du nächste Saison den ASK spielst. Ja, also ich bin da jetzt, wenn man zurückdenkt, mittlerweile seit 7 Jahren und es hat ja immer gepasst. Ja. Hat immer gepasst. Danke, Daniel. Alles Gute weiterhin. Ciao. Unser Captain, unser Captain. Sag mal,
Willkommen, Topscorer von Lendorf, Christian Wernisch. Grüß euch. Hallo Christian, 3:3 zum Abschluss. Das letzte Tor, also nein, das 3:3, war das dein Tor von dir oder war das dein Eigentor? Das hat man nicht ganz auflösen können. Wir haben uns einmal dir zugeschrieben. Das zweite Tor war von uns, das war Eigentor. Das 3:2 war ja ein Eigentor. Ja, genau, das war Eigentor. War ein Eigentor, gut, jetzt haben wir das jetzt dann auch aufgelöst. Wie ist dir jetzt dann persönlich in dieser Saison gegangen? Ihr wart doch die ganze Saison über, obwohl im Frühjahr wirklich viele Punkte gesammelt habt, ständig in Abstiegskampf verwickelt. Ja, wir sind eigentlich eine relativ junge Truppe. Also ich bin zufrieden mit der Truppe, auch mit der Leistung. Es kämpft jeder und es kommen wieder eine Junge nach und dann schauen wir gerade für die nächste Saison weiter. Nächste Saison wollt ihr sicherlich nicht wieder so lange zittern und schwitzen. Ja, das kann ich jetzt noch nicht sagen, aber ich hätte gerne wieder vorne mitspielen, als wir noch wieder um einen Abstieg mitkämpfen. War eine 5-Cent-Frage eigentlich meiner Zeit. Nein. Ja. Persönlich zufrieden mit der Saison gewesen, also mit der Torausbeute, weil du bist ja doch kein klassischer Torjäger als Mittelstürmer. Ja, sag mal so, man hätte das ein oder andere Tor noch schießen können, aber ich bin zufrieden, ja. Es muss ja nicht immer ich die Tore schießen. Ich bin auch froh, wenn jetzt zum Beispiel ein anderer Tor schießt, freue ich mich auch gleich viel, viel anderer, als wenn ich jetzt ein Tor schieße. Und jetzt noch die abschließende Frage. Ich habe einmal vor längerer Zeit schon für ein anderes Medium eine Reportage über Strafkassen geschrieben. Ja, und da bist du von Lendorf aufgeführt worden als der König der Strafkassen. Bist du das immer noch? Nein, das bin ich jetzt leider nicht mehr hier. Leider? Ja, da gibt es jetzt andere, was mit unserem magischen Würfel an Dreierwürfeln bei der Strafe. Erklär unseren Zuschauern ganz kurz den magischen Würfel. Ja, wir haben so einen Strafenkatalog und je nachdem, wenn man eine Lohalle spielt, bei einer Gurke kriegt man eine Strafe und das kann man sich noch in der Kabine auswürfeln. Mit einem Sechser schläft man, mit einem Fünfer nochmal würfeln, bei vier die Hälfte. Bei 3x3, bei 2x2 und bei 1 bleibt es gleich. Lustige Spielchen also. Gut, Christian, danke. Gute Heimreise nach Lendorf und alles Gute dann für die Vorbereitung der nächsten Saison. Danke, ebenfalls. Für dich. Danke. Jetzt kommt der Nächste dran mit dem Pokal. Das ist der Trainer persönlich. Der Co-Trainer Didi Schmidt. Heute Saison ist zwar noch nicht ganz vorbei, aber die Meistermedaille, die hängt da bereits um deinen Hals. Was war für dich ausschlaggebend, dass es doch noch relativ frühzeitig zum Meistertitel reichte? Ja, ich muss sagen, dass die Saison ausschlaggebend war. Wir haben extrem hart gearbeitet im Winter. Und da muss man den Trainer Dietmar Tuller und dem ganzen Trainerteam und der Mannschaft ein großes Kompliment aussprechen mit den Neuzugängen. Wir haben einen Wechsel gehabt, wir haben Spieler verloren, wir haben zwei Spieler dazugekommen. Und wir sind so eine Einheit geworden, dass wir einfach gemeinsam so viel Stärke gezeigt haben und Kraft gezeigt haben und zusammengewachsen sind. Und das ist der Erfolg. Gemeinschaft ist alles. Und das ist der Teamerfolg. Für dich selber ist es die wievielte Meisterschaft, die du gewinnst? In der Kärntner Liga die erste Unterligameister war, ja. Und ein paar Mal als Spieler in den unteren Kategorien habe ich es auch schon geschafft. Hat das auch schon geschafft. Na gut, na weiter alles Gute dir. Ja, danke an das tolle Team von eurer Seite her. Rüdiger, liebe Grüße bis heute da. Aber wir werden auf dich feiern. Danke Jungs, bravo. Super. Okay, stimmige Schlussworte. Stimmige Schlussworte vom Co-Trainer von ASK. Damit wollen wir die Übertragung, liebe Zuseherinnen und Zuseher, beenden. Wir werden jetzt dann selbst schauen, dass wir etwas zum Trinken bekommen, der Ernst und ich. ÖFB-TV sagt Danke allen, die uns zugeschaut haben. Bis zum nächsten Mal und ja, schönen Abend.